Klimawandel. Was ist Klimawandel? Das Wort ist oft zu hören in den Medien. Wir erklären dir, was das eigentlich ist, welche Ursachen es gibt und welche Folgen der Klimawandel haben kann. Dass sich das Klima ändert, ist nichts Neues. Es gab schon sehr viele klimatische Veränderungen auf der Erde. Denke nur an die Eiszeit. Doch die Veränderungen haben Millionen Jahre gedauert. Heute gehen Wissenschaftler von einem Klimawandel aus, wenn sich die durchschnittliche Temperatur der Erde um nur wenige Grad erhöht. Das kann viele Folgen für Menschen, Tiere und Pflanzen haben. Natürlich hätte das auch Folgen für die Lebensräume, in denen wir leben. Welche Ursachen hat der Klimawandel? Den größten Anteil am Klimawandel trägt der Mensch. Fabriken, Autos, Flugzeuge. Da werden viele Abgase produziert, vor allem umweltschädliches Kohlendioxid, abgekürzt CO2. Durch die Abholzung des Regenwaldes gibt es nicht mehr genug Bäume, die CO2 wieder in Sauerstoff umwandeln. Bau von Städten und Zerstörung der Natur. Massentierhaltung. Kühe pupsen umweltschädliches Methan in die Luft. Klamotten und Nahrung. Beides legt oftmals einen weiten Weg auf Schiffen und in LKWs und in Flugzeugen zurück. Welche Folgen hätte der Klimawandel? Einige Folgen spüren wir schon jetzt. Naturkatastrophen wie Überschwemmungen, starke Stürme und Hitzewellen sind auf die Erderwärmung zurückzuführen. Einige Gebiete in Afrika können nicht mehr von Menschen bewohnt werden, da es dort zu heiß ist. Die Menschen können dort nichts anbauen, auch das Trinkwasser ist knapp. Wüsten breiten sich aus. Lebensräume von Tieren werden geringer. Viele Wissenschaftler beschäftigen sich mit dem Thema Klimawandel. Sie haben errechnet, was passiert, wenn sich die durchschnittliche Temperatur der Erde um nur wenige Grad erhöht. Bei einer Erwärmung der Erde um durchschnittlich 4 Grad würde der Meeresspiegel um einen halben Meter ansteigen, da die Gletscher der Pole schmelzen würden. Viele Tiere, wie der Eisbär, sind dann bedroht, da ihr Lebensraum sich stark verkleinern würde. Viele Korallenriffe würden absterben. Für den Menschen hätte der erhöhte Meeresspiegel immense Folgen. Städte an den Küsten würden überschwemmt. Millionenstädte wie Shanghai, Tokio oder Hamburg müssten umgesiedelt werden oder es müssten riesige Dämme gebaut werden. Was schließen wir daraus? Die 4-Grad-Marke wäre eine sehr große Veränderung für die Erde und hätte viele schlimme Folgen für Menschen, Tiere und Pflanzen. Doch diese Folgen kann man vermeiden. Greta Thunberg zum Beispiel setzt sich aktiv für den Klimastreik ein. Sie schützt unsere Erde und ist eine der größten Aktivistinnen unserer Zeit. Eine ihrer Taten war zum Beispiel, den Atlantik mit einem Segelschiff zu überqueren und dabei fast kein CO2 auszustoßen. Durch ihren Traum, die Umwelt zu schützen, entstanden die Fridays for Future. Man kann die Umwelt aber auch durch wenig Plastikverschwendung schützen, wie zum Beispiel Bambuszahnbürsten kaufen und keine Plastikflaschen verwenden.